müssen wir jetzt unbedingt noch klären, was das auf sich hat mit dieser Inzuchttreiberei hier. Ja, da wird ein Schaukstündler. Frage ist, was hier jetzt passiert. Lassen wir sie sich äußern zu den Vorwürfen. Wo ist der Kriegsherr der Nordmänner? Sie hat Ja gesagt. Also es ging nicht ums Abendessen heute Abend. Ich glaube, das hat jeder begriffen, oder? Das ist, glaube ich, ein längeres Engagement, um das es da geht. Sicher. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich. Schnelligkeit um Schnelligkeit, habe ich schon erwähnt, oder? Gut. Zeit ist gestoppt. Er darf sich... 24,55. Das ist nicht sein Alter und auch nicht seine Schuhgröße, sondern die Zeit, in der er den Parcours bewältigt hat. Genau, mittlerer besser Streckenrekord. Warum? Weil es ja der erste war. Haha, er wurscht. Hämisch lachen, er ist wurscht. Dann darf jetzt Daniel sein Bestes versuchen mit den drei güldenen Steinen. Er kriegt die Regeln erklärt. Was machen die Kanonen? Habt ihr gar nicht aufs Werfen oder habt ihr noch andere Techniken erfunden mittlerweile? Ja. Das wäre der 19. Ach, 18 Sekunden, 60 Hunderts. Können wir das schauen? Oh, oh! Angetäuscht und dann ein richtig nachgelegt. Respekt. Friedrich, oder? Aus ist. Also gut. Ich frage es voll. Hans von Dampf gewonnen im K.O.-System. Da war leider Daniel von Altmark unterlegen gewesen in diesem Wettstreit. Aber er kann beim Apfelspalten wieder alles rausholen. Das war gleich, das ist dumme. Oder war gleichzeitig, oder wisst ihr was anderes? Weißer Kunge! Weißer aus, sonst dürft ihr mir ober und dürft Schuhe ausziehen. Willst du es ausziehen oder nicht? Musst du sagen. Ah, doch, gell? Sag ich doch. Nimm deine Ballettfüßchen geschmeidig, die sich um den Balken schmieren. So, nichts bitte mit dem Kopf, wenn es fertig ist. Hast du einen Trick da? Fertig? Ist das ein Nicken oder ein Zittern? Ach so. Ja, wenn du beides sagst, dann los! Ah! Gut gekämpft, dann, liebe. Gut gekämpft. Respekt, das war. Gut, hat sie erledigt. Hand von der Jubel! Jetzt ist Kampf um Platz 3, genau. Lukas von Fürstenzell und noch einmal, er ist kaum vom Balken runter, ist er schon wieder drauf, der Friedrich von Habach. Fertig? Los, die Willifahrt! Ja, guck an! Na, aber das ist besiegelt. Friedrich von Habach, Platz 2, gefolgt von Lukas von Fürstenzelt, auf Platz 3 bei dem Balanceakt.